eine Lehre wiedergibst, dann ist meine Aufgabe erstmal erledigt. Ich muss dich als Bruder zunächst anerkennen, aber ich kann nicht hundertprozentig wissen, ob du wiedergeboren bist. Okay, weil jetzt kurz zu mir selber. Ich bin jetzt also geborener Christ. Ja. Und also ich frage mich jetzt, was ist jetzt ein neugeborener Christ? Weil ich bekenne mich auch bewusst zu Jesus. Also ich bin nicht einfach reingeboren und alles. Ich habe mich da Ja. auch informiert und alles. Also ich bin Ja. mir sicher und ich weiß es auch, dass Jesus Gott ist. Ja. Bin ich dann schon sozusagen ein wiedergeborener Christ oder was? Ja, es muss doch einen Zeitpunkt geben in deinem Leben, wo du als Baby bis zum vierten, dritten, vierten Lebensjahr, Ja. wo du anfängst zu sündigen Ja. und dann plötzlich durch den Heiligen Geist ins Licht gestellt wirst und siehst, dass du ein Sünder bist vor dem lebendigen Gott Jesus Christus und dass du Buße tust vor ihm, dass du Ja. gesündigt hast dein Leben lang. Wann war dieser Zeitpunkt? Aber dieser Zeitpunkt wurde mir auch schon so beigebracht, sozusagen. Verstehst du, wie ich das meine? Ich hatte jetzt keinen Tag, wo ich sage, also ich kann mich nicht an den Tag erinnern, wo ich Ja. sage, ah, ich mache Sünden. Ich wusste das schon immer, dass ich ein Sündiger bin, sozusagen. Ja. Und dass Jesus Gott ist. Also ich wurde auch so reingeboren. Ja, wie bist du jetzt dich selbst und der Welt abgestorben? Was heißt das denn genau? Was meinst du damit? Ja, bei der Buße stirbst du ja dich selbst, deine alte Natur, und wirst eine neue Natur. So sagt das ja das Wort, das ist 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen. Hast du ein Datum, wo du weißt, dass du abgestorben bist der Welt und der Sünde und komplett mit beiden Beinen zum Herrn Jesus gekommen bist und herausgetreten bist aus der Welt? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin mir bewusst, dass Jesus Gott ist und ich tue auch so viel ich kann, um Gutes zu tun. Oder was heißt Gutes zu tun? Einfach den Glauben treu zu sein, aber natürlich mache ich trotzdem noch Sünden. Verstehst du das? Also, Nee, was heißt es es geht denn? mir um diesen Schnittpunkt. Es geht um den Schnittpunkt in deinem Leben. Der Zusammenbruch Aber bei vor mir dem war das, lebendigen also, Gott. ja, bei mir war das nie so, dass ich gesagt habe, ah, heute ist der, keine Ahnung, 7.8.2019, sondern bei mir war das so, okay, ich muss mal langsam auf meine Religion öfters, also ich muss mir mal mehr Informationen machen, ich muss mal mehr drauf achten, weniger Sünden machen und also Ja, bei aber mir war das das irgendwie so ist jetzt. Schritt, Schritt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja. Aber gut, du darfst das Wort Religion ja gar nicht benutzen. Ne? Wie, Ja, entweder hast du eine lebendige ja. Beziehung zu dem lebendigen Gott und du bist errettet für die Ewigkeit und bist ein Ja. Kind Gottes, geheiligt, gerecht gesprochen durch das Blut Jesu Christi, was er für dich am Kreuz getan hat. Ja. Religion haben wir nicht. Wir haben eine lebendige Beziehung. Und diese Ja. lebendige Beziehung zu Gott, dem Herrn Jesus Christus, beginnt irgendwann mal in deinem Leben. Und zwar, indem du vor ihm trittst und vor ihm deine ganze Schuld in deinem Leben, was du angehäuft hast, bereust, zusammenbrichst, dich selbst verleugnest vor ihm und dann eben dein Leben ihm übergibst und der Welt abstirbst, weil die Welt ist Sünder, voller Sünder und Sünde. Also kannst du keine Gemeinschaft mehr mit der Welt haben. Das heißt, du bist auch der Welt abgestorben. Und du sagst, das kam schrittweise, aber du bist der Welt abgestorben. Die Welt ist gekreuzigt, du der Welt und die Ja. Welt dir, ne? Ja. Ja, gut, Also weil dann ich höre muss man mich, das also erstmal so hinnehmen. ich bin sehr, sehr oft bei euch im Live, sehr, wirklich sehr oft. Vielleicht, wenn nicht Ja. jedes Mal bin ich bei Amir drinne. Fragen Ja. wir mal anders. Hat sich irgendwas in deinem alten Leben verändert zu deinem jetzigen Leben? Im Sinne? Im Sinne, ist eine Veränderung, Ja, bist ja. du umgekehrt von deinem alten Leben? Hat sich etwas verändert in deinem alten Leben? Ja, nicht alles, Oder bist aber. du immer noch derselbe Mensch wie vorher? Nee, ich kann sagen, ich Aha, lüge siehst weniger. du? Ich schimpfe nicht mehr so oft. Und ich Okay, achte also hat wirklich eine drauf. Veränderung stattgefunden. Also du machst jetzt mehr Gedanken darum, dass du nicht mehr so sein möchtest wie vorher, sondern der Kampf gegen das Fleisch und alles hat begonnen. Ne? Nur das Ding ist, wie gesagt, ich bin immer im Live dabei beim Amir und Reza, also auch wenn du dabei bist, Reza. Ja. Und ich höre immer, dass Amir zum Beispiel so ein Datum hat, dass er sagt, kennst du den Datum, wo du, also kennst du den Tag, Ja, wo ich du sage das immer, Unentschieden hast? kennst du den Zeitpunkt, an Ja, dem genau, du aber
Bei mir ist das halt Genau. nicht so. Ich habe den Ja. Zeitpunkt nicht in meinem Kopf. Bist du in eine christliche Familie hineingeboren? Ja. Ja, das ist ja das, was du sagst. Du bist Schritt für Schritt halt zum Herrn Jesus gekommen. Es war nicht wie bei uns jetzt, wo wir aus der Welt kommen und Ach so. sozusagen Zusammenbruch von erlebt haben, die Welt hinter uns gelassen haben und komplett zum Herrn Jesus gekommen sind. Du sagst, du bist von Anfang an in einer christlichen Familie gewesen und schon so sozusagen den Herrn Jesus mit der Muttermilch aufgesogen. Genau, ja. Also ich wurde auch von Kind auf getauft, wenn das jetzt was heißt. Aber ich wurde auch, also Darf ich schon mal direkt. fragen, in was für Das eine ist ja, das Gemeinde nützt ja du gar gehst? nichts. Nochmal bitte. Darf nützt ja gar nichts. Ich mal fragen, in was für eine Gemeinde du gehst? Gemeinde, ich bin Aramäer bin ich, also ich bin orthodox. Ah, okay. Jetzt. Du bist orthodox. Ja. Okay. Also du folgst der Lehre der Orthodoxen, ja, mit der Maria-Anrufung und sowas, ja? Was heißt ich? Was heißt das? Ich weiß es nicht. Also, was heißt, ich weiß es nicht? Ich bin halt wir sind orthodox. Und natürlich wurden auch Sachen wie Maria anbeten oder sonst was. Nicht anbeten. Rufst du die Maria an, dass sie für dich Fürbitte einlegen soll? Ich persönlich nicht, nee. Also, bis jetzt, immer wenn ich gebetet habe oder jeden Tag, spreche ich direkt zu Jesus. Ja gut, aber du weißt, dass die Orthodoxen eben Maria anrufen. Das, keine Ich Ahnung. glaube, er ist sich nicht bewusst, Ja. er ist sich nicht bewusst, dass er sagt einfach, ich bin orthodox, aber Ja, also meine Eltern, also wie ich gehe auch in eine orthodoxe aramäische Kirche so. ja, Ja, wie aber wie kannst lehren du die es denn denn da dort? Was, wie aushalten? hört sich das denn da an? Erzähl uns mal ein bisschen von diesen Predigten dort. Was meinst du, wie hört sich das an? Okay, du gehst da also du gehst da zum Gottesdienst. Wie läuft dieser Gottesdienst ab? Erzähl uns mal ein bisschen. Wie Nur soll ich was das du so erklären? wahrnimmst, was hast du so wahrgenommen in dieser orthodoxen Kirche? Wie soll ich das erklären? Ganz normal, der Pfarrer ist vorne Ja. und dann geht's los auf Altaramäisch Aramäisch. oder Aramäisch Okay. mit halt diesen, wie nennt man das? Ich will hier nichts Falsches sagen, ich kenne diese Fremdwörter nicht, so mit diesem Gesang und sonst was. Ja, okay, Und das ist okay. am Ende hält er dann noch so eine Abschlussrede sozusagen. Predigt. Ja, genau. Und das Geht der war's hin? eigentlich. Geht dieser Priester oder Pastor von euch, geht der hin und spricht auch zu Heiligen? Boah. Sagt er zum Beispiel, Heiliger, so und so. Guck mal, ich bin ehrlich hier. Ich bin jetzt hier drin und ich bin dir auch ehrlich. So oft gehe ich nicht in die Kirche. Okay. Aber das, was du so mitbekommen hast, auch diese paar Mal, hast du ihn schon mal jemand anderes anrufen Weiß ich hören jetzt als ehrlich. den Herrn? Weiß ich wirklich nicht. Ich würde jetzt lügen. Ich bin dir ehrlich. Ich weiß es nicht. Ja gut, wenn du es nicht weißt, Ich dann. kann mich nicht erinnern. Also ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Deswegen will ich jetzt hier nichts falsch sagen. Ja, also entweder orthodox oder von neuem geboren. Das musst du für dich selber entscheiden. Wie Ein gesagt, ich. Wiedergeborener sagt, ich bin orthodox. Ja, Ja. das ist ja. Ja. Das ist ja das Ding. Ich habe mich bewusst entschieden für Jesus. Das ist ja die Ja. eine Sache. Ich sage Ja. nur, dass ich so oft, also, dass meine Familie und alles halt orthodox sind. Ja, gut, was deine Familie sind, ist erstmal zweitrangig. Was du bist, ist erstmal wichtig. Ob du dich bekehrt hast, wahrhaftig und der Welt abgestorben bist. Und deswegen musst du sagen, dass du wiedergeboren bist und nicht orthodox. War Aber wichtig. du Ob du dich bist. bekehrt hast, wahrhaftig und der Welt abgestorben Also hast bist. du einen Und Rücklauf, einen deswegen Rückkopplung. musst du sagen. Bist du noch da? Also kannst du. Hört man mich? Sorry, die Verbindung war weg. Ja, jetzt hört man dich wieder. Was hast du gefragt? Nochmal? Du musst dich entscheiden. Entweder bist du ein neugeborenes Kind Gottes, der Welt abgestorben und ein Kind Gottes und dem Herrn Jesus nachfolgend. Oder du bist orthodox. Entweder oder. Ich kann dazu nichts sagen. Also ich weiß es selber nicht, weil ich bin mir einfach nur bewusst, dass Jesus Gott ist. So. Weißt du, Bruder Rewe, darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Ja, klar.
Diese ganzen religiösen Leute sind nur religiös, weil ihre Eltern sie so hineingeboren haben. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist das Problem. Diese Traditionschristen, das wurde denen so beigebracht als Kind, diesen Orthodoxen. Als Kind wurden die dann in die Kirche also mitgenommen. Aber die wissen gar nicht, was heißt es eigentlich, den Herrn Jesus zu folgen, ihn sich selber zu verleugnen, abzusterben, von Ja. neu geboren zu werden, Ist das jetzt ein an mich Kind Gottes gerichtet? zu werden. Nee, der redet generell, der redet generell. Wo ich damals mich entschieden habe, ne, Risa, wo ich mich Ja. entschieden habe, ich bin mit vollem Bewusstsein zu den Herrn gekommen. Ich bin komplett, dieser alte Denk, ich bin komplett abgestorben, komplett abgestorben. Und ich sag dir eins, ich hatte immer eine Abneigung gegen die Kirche. Ohne Witz, ich habe immer gesagt, wenn das von Gott ist, ich will nie was mit dem Herrn Jesus zu tun haben. Amir. Ich habe gesagt, wenn das von Gott ist, werde ich niemals Gott suchen und niemals ihn akzeptieren. Also so, wenn das, was die Kirchen gemacht haben, wenn das wirklich mit Gott zu tun hat, Maria anbeten und diese ganzen Priester und so, aber man weiß ja gar, wenn du das nicht weißt und nie auf der Suche gehst und den Herrn Jesus wirklich von ganzem Herzen suchst und selber mal im Wort liest, wer ist der Herr Jesus Christus eigentlich? Was hat der Herr Jesus getan? Wer ist der wahre Jesus? Wenn du einmal den Herrn Jesus geschmeckt hast und gelesen hast, Bruder, wie du schon sagst, du verliebst dich in ihn. Du Ja, verliebst dich natürlich. in ihn. Ja, Ja, aber ist das absolut. jetzt was Falsches, in die Kirche zu gehen? Ja. Der Herr Jesus ist ja nicht gekommen, um Glocken zu läuten. Der Herr Jesus ist doch nicht vor 2000 Jahren gekommen und gesagt, ich werde die orthodoxe Kirche gründen, dann werde ich noch die katholische Kirche gründen. Warte mal, ich gründe noch die Freikirchler, dann gründe ich noch die evangelische Kirche. Dafür ist der Herr Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen für dich ans Kreuz und nicht um große Gebäude zu machen mit großen Gemälden, mit großen Statuen, damit du da reingehen kannst. Du kannst überall ist Gemeinde. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist Gemeinde, da ist Haus Gottes. Ganzen Kirchen, das ist Tradition, Menschengebote, die dann nach Jahrhunderte das hineingepraktiziert haben. Hat der Herr Jesus Christus gesagt, wir müssen die Babys taufen? Hat der Herr Jesus Christus gesagt und gedenkt an meine Mutter Maria, baut eine Statue und macht Fürbitte für sie? Macht Ja, aber es. Hat es der Herr Jesus gesagt? ist das jetzt was Schlechtes, dass ich jetzt vom Baby aufgetauft wurde? Das, Natürlich, das nein, ist das unbiblisch. Du musst mit dem Heiligen erdet dich Geist doch gar getauft werden, nicht. indem du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst und den Heiligen Geist empfängst nach Epheser 1, Vers 13. Und dann erst musst du dich taufen lassen. Guck Natürlich mal, ist ich das sag dir falsch, was. als Baby getauft zu werden. Du wärst nicht als Christ geboren. Du entscheidest dich, ein Christ zu werden, indem du den Herrn Jesus Christus nachfolgst. Der Herr Jesus kennt dich gar nicht. Ich weiß Okay, nicht, ich wie die bin Christen okay. geboren sind. Warte mal ganz kurz. Diese ganzen Traditionschristen, die Kreuze tragen, einmal in die Woche in die Kirche gehen oder alle 3 Wochen. Der Herr Jesus kennt nur Wiedergeborene, nochmal, du wärst nicht als Christ geboren, du musst dich als Christ entscheiden, ihm dein Leben zu geben, ihm dein Leben anzuvertrauen, von neu geboren werden, zu den Herrn Jesus Christus kommen und sagen, Herr, ich komme zu dir, vergib mir für meine Sünden, ich bin Müll, ich bin Dreck, ich habe gelogen, ich habe Unzucht getrieben, ich war rebellisch. Du musst zu ihm kommen und sagen, Herr, vergebe mir für meine Sünden, die ich getan habe, ich komme jetzt zu dir. Mit meinem ganzen Schmutz, nicht mehr ich regiere, sondern du regierst. Du bist Eine jetzt Sache dazu König über bitte. mich, warte, und ich ordne mich jetzt unter. Und ich möchte ein Kind werden. Komm in mein Leben, ich möchte den Heiligen Geist Gottes empfangen. Dann Ja. ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Weißt du, was das bedeutet? Der alte Mensch ist gestorben und der neue Mensch ist auferstanden. So, und guck mal, du kannst auch nur des Heiligen Geistes teilhaftig werden. Ich bin getauft, ich bin orthodox Christ. Die Taufe wird dich nicht retten. Die Taufe ist ein geistliches Symbol. Kann ich ganz schnell was dazu sagen, sonst vergesse ich es, glaube ich. Wie du kannst sagen, du Ja. kannst sagen. Du sagst ja hier neu geboren und Sünden, Ja, also ja. die Sünden einsehen Ja. und beichten sozusagen, also Bereuen. Genau. bereuen. Genau, ja. Sagen wir, ich bereue jetzt was, also wirklich vom Herzen. Ja. Also ich meine es auch ernst. Und Ja. tu dann dieselbe Sünde wieder irgendwann mal, weil ich halt ein Sünder bin. Was Ja. passiert denn dann? Also was ist denn dann? Er Ja, hat da dir musst du wieder vergeben. Buße tun. Er hat dir vergeben, aber du musst wieder Buße tun. Er hat dir vergeben.
Er ist ja nicht zweimal am Kreuz gegangen oder drei, vier. Er ist einmal am Kreuz gegangen, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ihr seid teuer erkauft mit seinem teures Blut. Das heißt, du wirst immer sündigen und du wirst immer wieder fallen. Du wirst immer wieder sündigen und immer wieder fallen. Und wenn du fällst, dann stehst du auf und nimmst dein Kreuz wieder auf. Denn Aber es steht geschrieben im Prediger 7, Vers 20, denn kein Mensch ist, warte, ich lese es einmal vor, warte bitte. du musst natürlich in der fortschreitenden Heiligung leben. Aber was mir immer wieder so jetzt wieder etwas Angst eingejagt hat, oder wo ich jetzt schon wieder mein Bedenken habe, dass du sagst, dass diese Babytaufe, was du hinter dir hast, dass du das als richtig siehst und du fragst dann, was ist denn daran falsch? Und das zeigt mir eben, dass meine Bedenken, dass du nicht wiedergeboren bist, dass sie da sind. Weil wenn du wiedergeboren wirst, dann Nee, ich müsstest du meine, ist das wissen, was dass der Heilige Schlechtes? Geist. Ist das was Bruder, Schlechtes? ich will einmal was dazu sagen. Warte, ich will Das einmal ist was dazu sagen. unsinnig. Das Weil ist schlecht unsinnig. die Orthodoxen sagen, wenn du sündigst und in den Tod gehst, gehst du verloren, wenn du keine Buße getan hast. Aber soll ich dir was sagen? Alle Propheten haben gesündigt. Alle Propheten haben gesündigt und alle Propheten haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Alle. In Sünde bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und das steht im Prediger 7, Vers 20. Ein Moment. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass Das er Gutes tut, ohne zu sündigen. Du wirst immer ja. sündigen. Allein deine Gedanken, dein Handeln, du wirst immer sündigen. Und Gott hat es gesehen. Du kannst nicht ohne Sünde leben. Da bist du doch Gott. Wie willst du das schaffen? Ja, das Versuch mal stimmt. eine Woche richtig heilig zu leben. Trotzdem hast du gesündigt und Gott hat Das gesagt, da hast du wieder gesündigt. Du stimmt musst schon, nur aber einmal zornig sein. ja. Du musst nur einmal auf der Autobahn einfach mal Auto fahren und einfach mal fluchen. Oder Ja. böse Gedanken haben. Du musst einfach nur den angucken und einfach nur böse Gedanken haben. Du hast gesündigt. Nur Egal wie oft du versuchst, heilig zu leben, vollkommen zu sein. Es ist unmöglich. Und darum ist der Herr Jesus Christus gekommen. Und ich sage, die Religion wird dich nicht retten. Diese Religion wird dich nicht retten. vergessen wir dieses Orthodoxe und Katholische und sonst was. Ich wollte nur sagen, was ich bin. Also das, also was heißt, Ja. was ich bin, wie ich geboren Ja. wurde. Ich habe ja gesagt, ich bin Ja, entweder Kerl. bist du wiedergeboren oder nicht, ne? Ja, ich dachte nur, es wäre. Ist auch dumm, aber ich dachte, es wäre Heuchlerei, weißt du, weil irgendwo in Matthäus, ich kenne jetzt wirklich, ich kenne mich nicht so gut aus wie ihr alle, irgendwo in Matthäus steht ja, dass Jesus sagt, dass viele meinen Namen sagen, aber er sagt, geht oder sonst, wie, Ja, kennt ihr die, Matthäus 7, weißt ne? Viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, und dann du? sagt der Ja. Herr, ich werde es Ihnen bezeugen, ich kenne euch nicht. Genau, was meint er da? Weicht von. Ja, das sind eben die Leute, die zwar gläubig sind, aber Ja. nicht wiedergeboren sind. Ach so. Okay. Der Herr kennt nur die Seins. Römer 8 sagt das Wort Gottes, dass wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, also den Heiligen Geist nicht empfangen hat, den Geist Christi, der gehört nicht zu Christus. Und den Geist Gottes, den empfängt man eben bei der Wiedergeburt. Und jetzt mal, alles klar, also danke dafür schon mal. Jetzt mal eine Ja. ganz andere Frage. Ja. Wirklich eine ganz andere Frage. Ja. Da müsste sich aber Reza auch gut auskennen. Und zwar hier jetzt mit den Illuminaten und so, die Ja. jetzt hier Blut trinken und sonst was, ne? Ja. Die ganzen Stars. Ja. Was passiert mit denen? Also ich glaube, dass zum Beispiel Kanye West oder Justin Bieber eine Veränderung gemacht haben, im Sinne Nein. von im Glauben. Oh, Was passiert mit denen? die haben kein. Diese Leute sind alles Teufelskinder, um Leute zu verführen, vor allen Dingen unvorsichtige Christen. Das heißt, das ist der Satan, der mit denen so die Leute verarscht oder was? Natürlich, natürlich. Das sind irgendwelche Großstars, die in diesen großen Hillsong-Churches rumhängen. Der Justin Bieber hängt da mit diesen ganzen Obersatanisten ab und so weiter. Der ist absolute Elite. In seinen Texten erzählt er von Jointrauchen und so weiter. Ja. Aber wir sind uns doch einig, dass jeder seine Sünden, also dass alles vergeben werden kann, oder? Das heißt, wenn wirklich jetzt irgendein Star, keine Ahnung wer, ist auch egal wer, sich wirklich dann so von denen abdrängt und die wirklich zu Jesus findet, also wirklich halt, Ja.
Also geht das dann oder was passiert mit dem? Eine Gegenfrage, um damit du das verstehst. Warum gibt es oder gab es keine zweite Chance für die Engel, die sich bewusst auf die Seite von Satan gestellt haben, von Luzifer und gegen den Herrn rebelliert haben? Also es gab keine zweite Chance für die, oder was? Nee. Das heißt, für die gibt es auch keine zweite Chance. Nein. Aber warum? Die Frage ist, warum gibt es für die gefallenen Engel keine Aber zweite Chance? heißt es nicht, dass alles vergehen wird, außer die Lästerung gegen den Heiligen Geist? Ja, aber das sind ja die lästern ja dem Heiligen Geist den ganzen Tag. Wenn du doch ein Baby, wenn du doch das Blut von Babys trinkst, was glaubst du, was das ausmacht im Ja, Heiligen Geist? natürlich, darüber brauchen wir auch gar nicht reden. Ist ja klar. Aber gilt diese Lästerung gegen den Heiligen Geist, war das nicht früher für die, also war das nicht bestimmt für die früher bei Jesus? Pharisäer? Ja, Nein, genau. nein, sowohl als auch. Der Herr sagt das, weder in diese Zeitalter noch in den zukünftigen. Heißt, die jetzt den Satan anbeten, die kriegen auch nie, egal was sie tun, und die sind schon Nöller oder was? Sie haben sich ja bewusst gegen Christus entschieden, für Satan. Und sie dienen ihrem Herrn. Aber was ist mit den, ich sag mal jetzt ein Moslem, der dient ja bewusst auch, keine Ahnung, Allah oder Mohammed oder sonst was. Ja, der kann zurück. Ein Aber Moslem warum kann kommt der zurück. zurück? Ja, weil er nicht seine Seele bewusst dem Satan verschrieben hat, um Erfolg zu haben auf dieser Erde. Weil der Moslem sich nicht darüber bewusst ist, dass der Herr Jesus Gott ist. Bei diesen Satanisten kannst du ja nicht sagen, dass sie das nicht wissen. Die haben es ja, die drehen ja das Kreuz um Okay, und guck trinken mal. Kinderblut. Es hört sich jetzt richtig dumm an. Okay? Ja. Zum Beispiel Kanye West. Der war ja der Größte, oder bis jetzt noch, ich weiß es nicht. Aber es geht darum, er war ja einer der Größten. Er war ja auch der Erfolgreichste. Und er war richtig mittendrin. Und jetzt in seinen, ich sag mal, neuen Liedern, oder der hat zum Beispiel ein Album, wo steht, was Album heißt, Jesus ist King. Und ich habe wirklich alle Texte angehört. Also alle, das sind glaube ich 10 Lieder, nicht mal. Das sind 10 Lieder und da steht wirklich, wirklich nur Gutes drin. Also da Das steht ist ja das wirklich nicht eine Problem. Sache, die schlecht ist. Ich müsste mir das anhören, aber ich kann dir das schon sagen. Der Cannibus ist ein Diener des Teufels, um nicht Wiedergeborene zu verführen. Warte ganz kurz, Bruder Reza, warte. Ich will ihn sein Kanye West zeigen. Ich will ihn Also sein ich habe Smart. jetzt die Ich weiß, Lyrics was oder er so alles nicht im gemacht Kopf. Vielleicht hat der Bruder Dennis mal ein paar Lyrics bereit. Ich habe mich Ich jetzt war, über warte. sein, weil Ja. diese Leute sind für mich sowieso schon längst weg vom Fenster. Ich Also sind kenne Diener mich da des auch ein bisschen Teufels. aus mit den Illuminaten und so. Ich weiß, was die da rappen, was die alles machen, weiß ich ja. Ich meine nur jetzt, warum bringt der wirklich ein Album raus, wo wirklich nur gute Sachen drinstehen? Ja, damit er die Warte, Christen warte, warte. verführt. Ich will ihn seinen lieben Kanye West zeigen, der so. Warte, warte, warte. Der so gute. Der hat sich doch bekehrt, Lisa. Der ist wiedergeboren. Verstehst du? Der Zeig. ist doch. Hier, du Der brauchst dich nicht lächerlich darüber machen. Kanye West, der jetzt den Herrn Jesus angenommen hat, möchte aber auch so sein wie der Herr Jesus Christus. Er möchte auch den Ja gut, das Messias ist von sein. früher. Ne? Das ist Ich von sag früher. doch, das ist Aber von jetzt, früher. der sagt, jetzt ist Ah, er okay, jetzt. anders. Yes. Okay, Jetzt jetzt. brauchen wir ein Yes. Ich behaupte neues, nicht. Ich weil habe ich nicht. habe mich Warte, jetzt nicht mehr mit dem warte, beschäftigt. Bruder, warte, Bruder Reza. Warte ganz kurz. Ich habe ein Video. Ich habe ein Video. Pass auf, ich kann das leider nicht einblenden. Dann guck dir mal das Video an. Das ist, glaube ich, vor ein paar Monaten. Da sitzt Kanye West in so einem Haus drin und mit so einer schwarzen Maske und dann fackelt das ganze Haus ab und er brennt dann so im Feuer und die ganze Kirche ist so am Brennen und er sitzt da so wie so Brandopfer. Kennst du Nimm das das nicht als Video? Angriff. Ich hab nicht gesagt, dass er wiedergeboren ist oder sonst was. Nein, aber kennst du dieses Video, wo er da so Ja, sitzt, kenne ich. gefesselt und Ja, dann sich kenne selber so am Brennen ist? Ja, Was ist denn das? kenne ich. Ja, ist sehr christlich, oder? Man muss sich 5 Minuten noch mit den Lyrics von seinen Liedern Meine Frage war nur, wieso bringt auseinandersetzen. er Da kommt wirklich ein das Album alles raus? raus, dass er ein Teufelsdiener ist und dass er ein falsches Man muss sich 5 Minuten noch Evangelium mit den Lyrics von seinen Liedern verkündet. auseinandersetzen. Meine Frage war nur, wieso bringt Da er kommt wirklich das ein Album alles raus, raus? dass er Warte ein mal. Teufelsdiener ist und dass er ein falsches Man muss sich Evangelium 5 Minuten mit den Lyrics von seinen Liedern verkündet. auseinandersetzen. Meine Frage war Du nur, hast wieso einen bringt er wirklich ein Rückkopfsohn, Album raus? Martin.
Ja, und das ist dann, ne, diese Sachen, was er von sich gibt, wo man dann denkt, ja, der ist der Welt nicht abgestorben, ne? Genau wie ich das gesagt habe. Ja, warte, Und bevor du das jetzt ist dann machst. diese Bedenken, die man hat, ne? Wie so ein Teufelsdiener dann so auf dem Leim geht, ne? Ja. Warte, ich will dir das zeigen. Nee, ich kann das nicht zeigen, weil das ist zu heftig, weil ich werde dann gesperrt. Ich würde das aber gerne den Zuschauern zeigen, wo er so im Haus sitzt und dann so sich selber so als Brandopfer darstellt. Weißt du? Kennst du das? Ja, ich glaube, Ausschnitte habe ich gesehen. Ja. Ja, und es ist ja ultrachristlich, wo dann so die ganze Kirche so am Brennen ist. Und er kommt dann so aus dem Feuer raus. Ja, das ist, wo ich auch schon meine Bedenken habe, dass der gute Matti wiedergeboren ist. Ne? Der ist der Welt noch nicht abgestorben. Ja. Dass der Welt verführt, ne? Von Satans Leuten. Ja, traurig, traurig, traurig. Ja, genau. Da sind halt die Geschwister, die meine Arbeit kennen, die sind natürlich auch bewaffnet. Auch natürlich durch die Wiedergeburt, wenn man der Welt abgestorben ist. Ne? Aber durch meine Arbeit erst recht auch, dass die Augen geöffnet sind in der Erkenntnis, dass man wirklich, wirklich eben die Türen dicht macht. Und vor allen Dingen auch das Werk des Teufels dann auch erkennt, ne? Vor den Augen. Ja. Und deswegen nicht mehr die Gefahr läuft, verführt zu werden. Aber wenn er schon sagt, er Orthodoxer und ich bin da reingeboren und Kindertaufe und Kanye West und so, ja. Diese ganze Kombination von dem ist, was er noch zusätzlich gesagt hat, das ja, ist meine Hoffnung schwinden. Ne? Nein. Deswegen, weil er eben die Welt noch liebt, Kanye West und alles diese Sachen. Ja. Er liebt doch diese Welt, er ist der Welt nicht abgestorben. Ne? Das Wort sagt ja, viele sind berufen, Ja. aber ja, wenige sind halt auserwählt, ne? Ja. 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 Ist das Ja. Arne hier, der Fußball guckt? Nein, nee. Was war das? Ich habe mich voll erschrocken, ich bin reingeknickt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Der guckt da Fußball im Hintergrund. Okay. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal ein bisschen hin. Ich bin total müde. Ich bin voll platt. Ja, weiß nicht. War da noch Oder ich jemand? bleib. Warte, Ja, hier ich ist bleibe noch noch eine einer. Frage. Ja, Ich hier ist bleib noch einfach hier. einer. Ich bleib einfach Hallo? hier drin. Ich mache ein bisschen meine Augen zu. Der Christian, schläft, während hallo? wir arbeiten. Du weißt ja, ne? Ja. Der faule Ich Dingens, habe Arbeiter. so viele Leute schon gemacht, das glaubst du gar nicht. Warum? Und Ja. die fünf törichten Jungfrauen schliefen ein. Nein. Nein, sag sowas nicht. Meine Lampe ist immer beschützt. Während die anderen dem Bräutigam wachsam mit ihren Lampen entgegengingen, schliefen die Törichten ein. Ja, stimmt. Ja. Also darfst du nie Hallo? wieder schlafen. Moin, hallo? Amir, das ist die Hallo? neue Lehre. Hör mir zu, wenn jemand jetzt noch schläft, von jetzt an, bis der Herr. Ja, die würden jetzt so kommen. Die Leute würden sagen, pass auf, der Redner hat gesagt, wir dürfen nie wieder schlafen. Sonst, wenn jemand jetzt noch schläft, bis der Herr Jesus Ja, ich kommt, weiß, so er ist traurig nicht ist das. wiedergeboren. Amir, wirklich, die haben so ein Gehirn. Ich weiß, so traurig. Jungs. Ja, nochmal die Frage, Reza, würde ein Neugeborener mit Muslime in Moschee mit Brüder beten und dennoch Jesus als Gott sehen? Nein. Er würde Natürlich, für sie beten, aber niemals in die ja, Moschee das ist das mitgehen. Problem. Ich habe mein Bedenken. Aber eigentlich schon, weil Apostel Paulus hat ja auch Timotheus beschnitten, um unter die Juden zu gehen, um zu missionieren. Das heißt also, was ist deine Intention? Willst du da hingehen, um zu missionieren? Dann kannst du dich auch den Gottlosen gleich machen. Das ist kein Problem. Aber wenn du hingehst und mit denen Gemeinschaft haben willst und wir haben alle denselben Gott, ja, du kannst ja, ne, du kannst alles und du bist frei. Nur es kommt auf deine Intention an, was du tust.
Bruder Reza, ich sag dir, Ja. viele scheitern an die Wiedergeburt. Viele Ja, werden an der ein Wiedergeburt scheitern. Wiedergeborener darf das, genau. Ein Wiedergeborener darf das, ein nicht wiedergeborener Gläubiger darf das nicht. So einfach ist das. Damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Ah ja, Bruder, kannst du noch mal was zu der, ja, weil viele sagen immer, wir werden in diese Drangsalzeit reinkommen. Warte mal, Die ganz Braut kurz, wer Christi, ist denn nein, das? die Braut Christi wird abgeholt vom Bräutigam. Deswegen habe ich auch gerade über das Gleichnis über die klugen Jungfrauen gesprochen, ne, dass die Braut Christi mit Konvertiert den. zum Islam, ihr Ungläubigen, ihr Kafirs, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich war erschrocken. Kafirs. Ich war Appelloser. voll erschrocken. Ja, der dann, du Weil bist du also nicht Mob, ne? Wuchtel bist. Ach, du Heilige. Du warst ein Hänger. Komm zum Islam, komm zu der Wahrheit. Ja, so kommen wir bestimmt nicht zum Islam, wenn du sagst Schwuchtel und so. Lies den Koran und mach hier nicht einen auf Rambo. Lies den Koran. Rambo. Mach nicht einen auf Rambo. Haha, Ja, bist wir witzig, wollten oder noch was? konvertieren vor zwei Schwuchtel. Minuten, aber dann Warte hast du ihm auf das kaputt gemacht mit Rambo. dieser Beleidigung. Ja, bist doch Hat witzig, er selber ne? Kleiner gemacht. Clown. Denn ja, wirklich Kleiner jetzt. Clown. Du hast ihm jetzt durch dein Verhalten, hast Ah, du dem schade, Armee schade, jetzt. schade. Ach du Scheiße. Was ist das denn bitte für ein asoziales Fall? Komm zum Islam. Komm, ihr Nein, nein, Käfer. nein, nein, Du jetzt im bist Ernst, jetzt selber im Ernst. Käfer. Ich Du dachte, ich lebst kick mich selber direkt nicht nach raus, Islam. also wollte ich einfach Du bist, beleidigen. warum bist du nicht in der Land und machst, hilfst? Was machst du hier? Weißt Seiten du, was auf das, null bin über hier dich geboren, aber ne? gehen. Weißt du, was Von das für ein Licht auf den Islam wirft, wenn du sowas hier, wenn du so reinkommst und dann so Schwuchtel sagst und sowas. Also was ist ganz, ganz, ganz. Armin, das Siehst für das euch doch. Christen ist der Schwuchtel keine Beleidigung. Ey, was ist das für ein asoziales Verhalten? Was für ein asoziales und Heutzutage steht ja peinliches eine. Verhalten? Warte, Nein, warte, nein. warte, 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 Dein, warte, 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 bitte warte, warte. warte. Dein Verhalten ist einfach nur Okay. peinlich. Du kommst hier rein und du bist Silberkäfer. Du bist Silberkäfer. Okay, warte, kann ich was sagen? Warum ist Schwuchtel für eine Beleidigung? Heutzutage steht doch eine LGBTQ-Flagge vor einer Kirche, auf einer Kirche sogar. Oh. Ja, Ist es geht das aber gerecht? Da habt ihr recht, LGBTQ-Moschee. das muss man Auf beantworten. einer Das muss man Kirche ist beantworten, eine vernünftig. LGBTQ-Fahne, schämt euch nicht. Ja, da musst du zu der Schämt euch Kirche gehen nicht? und sagen, ihr seid Habt ihr keine Schwuchtel. Werte? Habt ihr Aber nicht zu uns, weil keinen wir haben ja Stolz? keine LGBTQ. Warum bist du so respektlos? Warum kommst du hier so rein? Aber So, das was ist das für entspricht doch ein der Wahrheit. Verhalten? Das entspricht Wie, doch das der ist der Wahrheit. Wahrheit? Ich schwöre auf meine Mutter, hier in meiner Stadt steht ist auf der Kirche eine Amir, merkst du, LGBTQ-Fahne. wie kaputt die sind? Merkst du das? Ja, aber die brauchen den Heiland, den Arzt, den Herrn Jesus, Ja, damit ihr. genau. Du brauchst den Herrn Jesus. Hör auf damit und komm zu den Herrn Jesus. Der macht dich gesund wieder. Dann bist du normal. Dann redest du auch normal. Wie findet ihr mein Profilbild? Ja, was soll denn Was mit deinem ist das? Profilbild sein? Ja, das bin ich. Das bin ich vor Papa Ari Laden. Sehr sexy. Du bist sehr, sehr sexy. Danke, danke. Nein, ich mache ein Da bisschen Spaß, muss ich wobei schon jeder soll an sagen, seine Religion allein dein glauben. Profilbild hat mich schon sehr, sehr schwach gemacht. Dass ich fast so einschlafe. Bist du der echte Ex-Muslim? Bist du der mit dem Bild Nein, das ist von nicht der Jesus echte. überhaupt Das ist nicht wiedersehen? der echte. Ich bin Auf so eine unecht. dumme Frage geht ja gar nicht ein, der ist doch total beheimatet. Nein, ich frage ja nur. Ich war ja nicht so flift. Hör auf damit. Sag mal Hör ehrlich, auf bist du, damit. was, wie, bist du Deutscher? Hast du den Islam denn angenommen? Nein, nein, nee, ich bin geboren als Muslim. Aus welchem Land bist du denn? Ich komme aus Bosnien. Ja, dann verlass mal wieder den Islam. Osanat, Also, Sanjak. ich bin ja hier geboren. Also, hast du mir nicht zu sagen, dass ich das Land verlasse? Wer bist du? Habe ich gesagt, ich soll das Land verlassen? Wer bist du, dass du mir sagst, verlass das Land? Habe ich gesagt, dass du das Land verlassen sollst? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, verlass den Islam und komm zu den Herrn Jesus. Hör mal Der richtig meinte, zu. verlass dieses Land und geh nach Dubai, da ist es besser, schöner da, so mit Ja, Swimmingpool und so mach ich, heftig. inshallah, wenn ich Ja. erwachsen Inshallah, ja, dann kriegst du auch Belohnung und dann teilt das Video, dann kriegst du auch Belohnung. Mach ich, mach ich. Mach Nein, dir keine Sorgen. jetzt mal ernst beiseite, jetzt wirklich, nein, du Ja, musst ich schwöre, wirklich ich habe ein jetzt. bisschen Spaß gemacht am Anfang, so mit Schwuchteln und so, aber jetzt ist es ernst. Jetzt Ja, wird Gott er. segne dich trotzdem, auch trotz der Beleidigung soll der Herr dich segnen, der Herr, und dass Aber so du ist recht zum von Herrn. dir. Ja, aber wenn der mich recht leiten würde, dann müsste ich ja Kinder heiraten. Okay. Fangen wir jetzt an, respektlos zu werden. Nee, das weißt du doch. Du kennst doch die Geschichte vom Prophet Mohammed und der Aisha. Hast du den Koran gelesen?
Steht auch Das im steht nicht Koran. im Koran, sondern im Hadith. Steht auch im Ja. Koran. Ja, im Koran steht, dass man Kinder heiraten darf. Aber die Geschichte mit Aisha, mit Heirat, Im das steht Koran in den steht, man soll Hadith. Kinder heiraten. Ja. Ja. Okay, und wo? Sag, Zu Amir. 65, Vers 4. Okay, das ist gut. Ja, schlag doch den Koran auf und dann Nein, lies noch Bruder, mal. Ex-Muslim, du bist ein Witziger, oder? Du bist ein Witziger. Jetzt, oh, scheiß auf Religion, aber ich finde dich so witzig. Diese Sache mit EBK und so. Ich weiß, du liebst mich, ne? Du bist schon ein Witziger, oder? Sag doch jetzt einfach, dass du mich liebst. Komm jetzt. Ja. Warum denn nicht? Wir sind deine Siehst Menschen. du? Sing mal Echt? dann das berühmte Lied für Amir. Ich liebe dich, du. Werde ich so sehr, Wie ging mein nochmal dieses Lied? Ex-Muslim. Du bist. Ex-Muslim, du bist so wundervoll. Nein, Du nein, bist das ist jetzt meinem übertrieben. Das müssen wir jetzt Atem. nicht. Du bist meinem Atem. Ey, das war nicht mehr normal. Du bist meinem Tekken Gang. Atem. Wie hieß nochmal dieses Lied von diesen Tekken Gang? Du bist für mich. Wie ging das nochmal? Das ist heftig, Du das Lied. bist Du meine bist mein Sonnenlicht. Ex-Muslim, ich Leben. liebe dich. Du bist alles Du für bist mich. für Ex-Muslim, Ex-Muslim. du bist so schön. Du hast Ex-Muslim. mich verwöhnt. Oh, Ich esse gleich Feind. Ami, Ex-Muslim. hör mal jetzt. Genieß auch den Gesang. Ja. Jetzt das auf einmal mit dem Gesang. Ich krieg Albträume gleich. Nein, nein, weg damit, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Wollen wir nicht mehr Das war der diskutieren? beste Auftritt aller Zeiten von DSDS, die beste Sängerin aller Zeiten. Willst du nicht zum Glauben an den Herrn Jesus Christus Sie war kommen, Apple? Muslim. Die DSDS-Sängerin war Muslim. Apple. Apple. Für dich habe ich nicht. Bosnia. Ja. Losanac. Willst du nicht zum Herrn Jesus Christus kommen? Heide, Deutsche Mama, heide, heide, Deutsche Mama, komm jetzt. Soll ich zu Jesus gehen? Ja, natürlich, heide, komm zu Jesus. Ist das die Wahrheit? Ist Jesus die Wahrheit? Ja, Ja, natürlich, der der ist die Jesus Christus hat gesagt, Wahrheit er ist in die Wahrheit. Person. Du hast mich ehrlich überzeugt. Der Ja, Jesus wenn es da sagt, ich bin weitergeht. der Weg, die Danke. Wahrheit und Du das hast mein Leben. Leben verändert. Ja, aber besser als dass ich die Schwuchtel beleidige. Muss ich jetzt meinen Kopf in Wasser legen? Nein, du musst dieser Welt absterben, mein Lieber. Du musst Umkehrung von deinem Leben. Du bist auf Warte, dem ich Weg gehe in die meine ewige Badewanne füllen. Verdammnis. Ich fülle meine Badewanne jetzt. Ja, mach dich doch nicht Nein, lustig. Was will denn die sonst der Wasser. Ärmste? Ja, du sollst deine Badewanne öfters mal füllen, um dich zu waschen. Das, die Reinigung ist wichtig, ne? Nein, ich Das habe ist mich noch schon nie wichtig. gewaschen. Ich warte auf. Aber Damit. diese Reinigung, wovon der Armee spricht, ist die Reinigung von den Apple. Sünden. Und das musst du von Herrn Jesus durch Bosnia. dein Blut abwaschen lassen. Bosnia, weißt du, dass Mohammed sich in einen Drecktümpel gebadet hat? Der hat Wudu gemacht in so einen Brunnen, Nein, wo hat er nicht. Nein, menstruationsbefleckte die machen Spaß, Klamotten, aber hör tote auf mit Hunde. Lügen und so. Oder hör auf mit Lügen, das ist Nein, das ist nicht. wirklich wahr. Da gibt Das es Beweise stimmt. dafür. Okay, welche Beweise? Aus dem Hadith. Dann sagt mir, wenn er dies. Ja, okay, warte, ich gucke. Bruder, Leute, bitte nochmal alles teilen, Leute. Bitte nochmal alles doppelt und teilen, Leute, bitte. du kannst auch, Ex-Muslim, du kannst auch deine Religion ausleben, aber warum immer das, die Hassrede gegenüber dem Islam? Jetzt im Ernst. Ja, weil der Islam uns hasst, uns Christen und Juden. Und du nennst dich sogar Ex-Muslim. Was ist das, Bruder, jetzt im Ernst? Das ist der X-Man, X-Man.
Ich kenne keinen Christen, der zum Islam konvertiert ist und sich Ex-Christ genannt hat. Ja, ist nun ein Titel, ist ein Name, mehr nicht. Man ist darf sich jetzt nicht zu lange an diesem Namen aufhängen. Ist er verlächerlich? Gott segne dich aber trotzdem und deine Familie und deine Liebsten. Du musst zum Herrn Jesus kommen und dein Herz reinigen. Dass der Herr Jesus aus dir einen neuen Menschen macht, der in Heiligkeit dem Herrn Jesus nach. Siehst du denn, sagt wieder schlimme Wörter? Das ist das, ja, was du musst zu beleidigen. Was hab ich gesagt? Von diesen üblen Wörtern. Warum beleidigst du hier? Was hast du davon? Wer ist denn da in dir drin? Warum machst du das? Warum beleidigst du? Ja, der islamischen teuflischen Geist. Der Mohammed hat das selber. Genau. Das ist doch kein normales Verhalten, dass du hier reinkommst und dann so die ganze Zeit beleidigst. Und wie soll ich mich benehmen? Wie ein ganz normaler Mensch, aber das sieht man bei dir nicht. Beleidigt dir die ganze Zeit. Wie Herr Jesus. Bosnia. Er ist noch in der Welt. Er darf sündigen, weil er noch nicht den Heiligen Geist hat und noch nicht. Ja, erzähl Amir. Sunan Abi Dawud, Hadith 66. Banati. Warte eine Sekunde. Dich interessiert das doch sowieso nicht, wenn dein Prophet in so ein Dreckwasser gebadet hat. Jetzt beleidigt, hört auf, den zu beleidigen, Leute. Hallo, hört ihr mich? Hallo. Nein, Bruder, warum immer die Ausrede? Ich hab das gerade gehört, den Prophet in Drecks. So. Bruder, jeder soll seine Religion ausleben, weißt du? Hast du mir überhaupt zugehört, was ich gesagt habe? Du bist fast 40 Jahre alt, du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ja, okay, hast du kannst jetzt sagen, zugehört? Ja, du beleidigst, du benimmst dich wie ein kleines Kind. Aber hast du mir überhaupt zugehört? Der kann auch nicht mal mehr zuhören, heftig. Nein, Bruder, aber immer. Ich kenne dich schon seit 3-4 Jahren vom Internet. Ja, habe ich jetzt gelogen, ja oder nein? Von was? Du hast doch gesagt, wo zeigt mir Amir, wo hat Mohammed in so ein dreckiges Wasser gebadet? Ja, aber was heißt dreckiges Wasser? Ja, würdest du in einem Wasser baden, wo tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten drin sind? Und wer sollst du wissen, dass das passiert ist? Es steht doch da. Wo? Hab ich dir doch gerade eben gesagt. Nein, Bruder, ich bin, also jetzt rede ich mal, also jetzt sage ich dir, was ich sagen kann. Dann bin ich halt nicht informiert genug, über das zu reden. Ja, aber würdest du das machen? Was? Würdest du im Wasser baden, wo tote Hunde drin liegen und menstruationsbefleckte Klamotten, so wie Mohammed? Ich würde alles machen, was der Prophet gemacht hat. Ja, dann mach das doch. Trink mal Kamelurin und bade dich in so einem Wasser. Okay. Okay, was soll ich dir dazu sagen? Siehst du, wie lächerlich du dich benimmst? Was soll ich dir dazu sagen? Warum? Okay, ich mach das jetzt. Ja, dann mach mal ein Video. Wir leben ja im Zeitalter des Internets. Du kannst eine gute Kamera besorgen, dann kannst du Kamelpipi trinken und dabei in so ein Wasser baden. Also ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass du das weißt. Egal, was du mir jetzt sagst. Solange mir kein Hodja das sagt. Weil doch, von die Imame praktizieren das doch. Der ja zu 100% gegen den Islam schießt, der sowas sagt, glaube ich nicht. Aber ich will nicht sagen, dass er nicht die Wahrheit ist. Ich bin halt nicht informiert genug. Ich muss das von einem Hodja hören. Und dann, ich werde mich aber informieren. Ja, kannst du dir dein Hodja das zeigen? Sunan Abi Dawud 66. Okay. Ja. Und jeder, ich schwöre, ich scheiß drauf, ich beleidige jetzt einfach, ich beleidige nicht euch. Jeder Hurensohn, der ihm im Chat etwas schreibt, ich fick eure Mütter. Oh, Danny raus. Oh Mann, ich muss dich rausturmen. Jeder Hurensohn, der jetzt... Tschüss. Meine Herren, das ist so ja, so dermaßen übel. TikTok sportlich, damit wir nicht gesperrt werden. Kaputt, einfach nur kaputt. Siehst du, was für ein Verhalten das ist? Das ist nicht mal normal reden, wie kaputt. So traurig.
Oh Mann, ey. Ich bin jetzt etwas im Hintergrund, ich bin gleich wieder da. Warum sind die so, ne? Warum sind die so? Weltlicher Geist. Aber es ist bemerkenswert, ne? Der sagt Schwuchtel und Islam in einem Satz, ne? Ja, es ist echt. Ich hoffe, jetzt kommt ein normaler rein. Also wenn jetzt noch mal sowas kommt, ich schmeiß dich sofort raus. Hallo? Ja, hallo, Friede sei mit euch. Auch mit Ja, dir. Friede sei mit dir. Danke. Ja, geht's euch gut? Ja, Ja. und dir? Danke, mir auch. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte mal fragen, wie ist es eigentlich mit den Kindern? Also, Was? gibt es da so ein bestimmtes Alter, wo die dann auch in die Hölle kommen können? Ein gewisses Alter gibt es nicht, aber wenn ein Kind anfängt, bewusst zu sündigen, so ist es unrein, ja. Weil die Kinder, die haben ja nicht so ein Bewusstsein zu Gott noch. Aber Kinder wissen schon, wenn die etwas klauen, dass es schlecht ist, glaub mir. Okay. Ja. Ab wie vielen Jahren hast du denn? War es dir so unangenehm, als du etwas geklaut hast? Meinst du mich? Ja. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube so ab 7 oder 6. Da siehst du, also gehen 6- bis 7-jährige Kinder verloren, wenn sie anfangen zu klauen und so. Ja, das ist schon schlimm. Deswegen müssen sie so schnell wie möglich zum Herrn Jesus Christus kommen, weil der Herr sagt, lasset die Kinder zu mir kommen, denn solchen ist das Himmelreich gegeben. Ja, aber so Säuglinge, die kommen auf jeden Fall ins Himmelreich, ne? Natürlich, aber laut Mohammed nicht. Das ist ja auch krank. Ja. Die haben ja noch nie gesündigt. Ja, aber Wie für Mohammed spielt das keine Rolle, denn die glauben an Vorherbestimmung. Aber die machen doch, die beten doch immer so viel. Alles vergebens. Und jetzt? Ja? War es das? Hast du, Hast du noch ja, eine danke Frage? für eure Antworten. Bitte. Gott segne dich, mach's gut. Gottes Segen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wer möchte alles mein sexy Schienbein sehen? Und sich davor und sich daran ergötzen. Ja, das war auch heftig, ne? Dass du dieses Schienbein, was du damals gesagt hast, mit Schienbein, Hände, das ist echt krank. Ja, sag nein zum Stein und bete nicht zum Schienbein. Guten Morgen, Gott segne euch. Gott segne auch dich. Hallo? Ja. Ja. Amir, Ja. Amin. Morgen. Ich bin orthodox und ich habe ein Problem mit einer Aussage von dir. Von mir? In meinen Augen ist, ja, in meinen Augen ist Jesus barmherzig, großzügig und die Liebe selbst. Und ich Okay. glaube nicht daran, dass wenn man jetzt nicht neu geboren ist, aber man eine gute Seele hat, dass man dafür gleich in die Verdammnis kommt. Ja, es gibt aber laut Bibel keine guten Menschen. Ja, aber glaubst du nicht, wenn Gott in dein Herz guckt und sieht, was, wenn du ein reines Herz hast, Nein, dass er nein. nicht so streng ist, so, das ist Nein, schon zu nein. streng. Der Herr Jesus Christus sagt doch, es gibt nicht einen, der hier Gutes tut, auch nicht einen, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nicht. Sie haben alle gesündigt. Verstehst du? Ja, das Wir sind stimmt. alle Ja, schuldig vor Gott. das stimmt. Aber trotzdem kann er in dich reingucken und sieht dein wahres Wenn Ich. das stimmt, wenn das stimmt und es gibt keinen guten Menschen, dann sind wir alle auf dem Weg zur ewigen Verdammnis.
Du musst von neu geboren werden, sonst verfehlst du das So Reich sieht's Gottes nicht aus. sehen. Also hilft da nur die Wiedergeburt und das Blut Jesu Christi, das dich von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ja, aber dafür muss man doch Amen. nicht neu geboren werden, Natürlich. oder? Doch, Doch, der doch. Jesus Christus sagt es doch. Also ich bete jeden Abend, ich glaube sehr stark. Jesus hat mir in mehreren Situationen meines Lebens geholfen, in sehr schwierigen, mit meinem kleinen Kind, sehr schwer krank. Ja. Und ich glaube sehr, sehr stark an ihn. Aber mit den Neugeborenen verstehe ich eh nicht. Wenn ich glaube und bete, ist für mich wie neugeboren. Ich weiß jetzt nicht, dieses Neugeboren, was sie genau damit meint. Was soll ich da ablassen? Was soll ich sagen? Ich bete jeden Tag und mein Glaube ist stark. Und ich bin ihm noch dankbar, dass er mir geholfen hat. Ja, Reicht das schon? gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du zusammengebrochen bist vor dem Herrn Jesus Christus und ihm deine ganze Schuld so Ja, übergeben hast? Und ja, auf siehst jeden du, Fall, ja. das kann man schon mal drauf, das kann schon mal ein Hinweis sein, dass du dem Herrn Jesus Christus dein Leben in einem also in so einem Gebet übergeben hast, verstehst du? Ja, aber warte mal ganz kurz. Du hast doch gerade gesagt, man muss nicht neu geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen, ja? Nein, nein, ich bin getauft worden. Ich glaube sehr stark. Ja, Ich aber warte mal, bete. der Herr Jesus sagt was ganz anderes. Der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, sagt der Herr Jesus, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, das kenne ich. Das habe ich gehört. Ja, Ja, das. also. Ja, dann haben wir es ja geklärt. Die Ich Wiedergeburt ist kann der nur nicht Weg. glauben, dass er so streng ist. Obwohl man Oh, ihm nicht glaubt. du siehst doch, was der mit den Völkern im Alten Testament gemacht hat. Findest du das nicht, findest du das so lasch oder findest du das schon heftig? Nee, das Alte Testament, muss ich echt sagen, sind einige Aussagen, wo ich auch ein bisschen erschrocken bin. Ja, aber das ist derselbe Gott, der Herr Jesus Christus ist pure Ja, Liebe, aber aber. auch purer Zorn. Ja, das stimmt. Siehst du, Aber also ich bete nur das du Neue musst da Testament an. vorsichtig sein. Warum? Warum? Das Ich bin doch am Ne? Die Ja, Liebe das stimmt. Gottes, der Herr Jesus Christus liebt unglaublich, keiner liebt so sehr wie der Herr Jesus, aber auch keiner ist direkt auch so zornig wie Gott, der Herr im Alten Testament, ne? Ja, aber ihr seid ja der Meinung, als Orthodox komme ich, habe ich überhaupt keine Chance, erst in den Reich zu kommen. Doch, wenn du von neuem geboren wirst, klar, warum nicht? Aber trotzdem dann den Unterschied zwischen Gebet und Bitten. Zum Beispiel Hast du? Heilige Mutter Maria, Nee. bitten wir. Nein, nein, nein. Das darfst du nicht machen. Darf man nicht machen, ne? Nein, du sollst den Herrn Jesus Christus alleine anbeten. Keine Anbeten. Maria, keine Heiligen, alle Ehre gehört dem Herrn Jesus Christus. Ja. Kennst du die Geschichte in Portugal mit den drei Hirtenkindern? Portugal, drei Hirtenkinder, ne, Wie kenne war ich das nicht. jetzt? Die Fatima? Über Fatima. 50.000, 80, ja, Fatima, 80.000 Zeugen. Da hat sich die Maria blicken lassen in Portugal. Du Kennst weißt du das schon, nicht? dass der Satan die Macht hat, verführerische Kräfte hier auf dieser Erde zu machen, ne, damit die Leute verführt werden, ne? Ist das schon klar, ne? Ja. Das waren drei heilige, drei reine Kinder gewesen. Hast du die Geschichte noch nie gehört? Fatima in Da gibt's Portugal? noch, da gibt's genügend, da gibt's auch in Italien, in Libanon und Ja, sowas. genau. Ich kenne diese ganze Zeugs. Und du siehst, dass der Satan aktiv ist, um die Gläubigen wegzuholen von Jesus Christus, verstehst du? Naja, wegzuholen von der Heiligen Mutter bin ich nicht so unbedingt als Strafe. Ne? Die Heilige Mutter hat ja Jesus geboren. Ist ja keine verkehrte Menschen, den man Ja anbeten. gut, Also. sonst würde Gott doch uns sagen, betet Maria an oder spricht zu ihr. Hat er das gesagt? Nein, Danke. das nicht. Siehst du. Na Damit gut, hast du dir alles schon beantwortet. ja, Es ist nicht aber schwer. Es ist überhaupt nicht schwer. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben. Ihm allein gebührt die Ehre. Und wenn wir ihn ehren, ehren wir den Vater somit mit. Und der Heilige so Geist, der in dann. uns Platz genommen hat, betet den Herrn Jesus Christus an. So oder so gibt es nur einen Gott. Das stimmt. Da bin ich auf eurer Seite. Wir lieben die Maria und respektieren sie, ehren sie, aber die
also die Anbetung gehört allein dem Herrn Jesus Christus. Die vollkommene Ehre, die vollkommene Lobpreisung, die vollkommene Anbetung gehört dem Herrn Jesus Christus. Ja, ja, das so oder so, das stimmt. Siehst du? Also du bist gar nicht weit entfernt. Du merkst also, dass der Herr Jesus Christus ein Anrecht hat, ihn mehr zu lieben als alles andere. Denn der Herr Jesus Christus sagt ja, wer Vater oder Mutter, Kinder oder irgendetwas mehr liebt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Verstehst du? Deswegen betet Dr. Sheikh Abu Amir nur zum Herrn Jesus Christus und gibt ihm allein die Ehre. Ja, irgendwo wahnsinnig, wahnsinnig. Was du da leistest, muss ich erstmal loben, ne? Ex-Muslim, Amin. Tolle Leistung, ja, was du da machst. Ne? Finde ich toll, was du alles da bringst. Diese Aufklärung. Ich wusste, bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich gar nichts über den Koran, Islam, gar nichts. Ja, siehst du. Und das habe ich alles durch. Du hast sowohl eine gute Information im Koran bekommen, als auch dem Herrn Jesus Christus die Ehre wiederzugeben und ihm allein zu folgen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und los geht's, ja, den schmalen Weg zu wandeln. Das ist es, der schmale Weg. Das habe ich auch. Halleluja. Der Weg in die Hölle ist breit und der ins Licht ist eng. Du bist gar nicht so weit entfernt, merkst du, dass du immer mit dem einverstanden bist, was ich sage? Siehst du, wir sind nicht weit entfernt. Wir haben ja nicht die gleiche Meinung, Armin. Bis auf eben diese Kleinigkeiten, mit die, was du Götzen hast. Kleinigkeiten können aber natürlich dazu führen, dass andere Kleinigkeiten sich auch noch mit einschleichen und dann dem Herrn Jesus Christus wieder die Ehre gestehlt wird. Verstehst du? Das ist das. Konzentrier dich nur auf deine zentrale Figur und Vorbild, dein Gott, dein Herr, der alles für dich gemacht hat, und das ist der Herr Jesus Christus. Ja, das, Amen. Er hat den Schmerz auf sich genommen. Jesaja 53. Er wurde wegen unserer Missetaten zerschlagen, durchbohrt, geschlagen, gequält, gegeißelt. Kein Mensch auf der Welt war so rein wie der Jesus. Amen. Keiner war so sündfrei. Amen. Amen. Siehst du, jetzt merkst du, diese Liebe zu ihm sollte größer sein als alles andere in unserem Leben. Ja, das oder so. Das stimmt. Amen. Gut, ich will euch mal nicht aufhalten. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Ja, wünsche euch auch noch einen schönen Abend und macht weiter so. Gott Amen. Segne dich, mein Lieber. Amen. Euch auch. Könnt ihr mich rausschmeißen, weil ich bin das erste Mal drin, ich weiß nicht. Ja, natürlich. Ja. Danke. Amir, weißt du, welches Video ich richtig heftig finde von deinen Videos? Was denn? Wo Mohammed gepredigt hat und die Bäume haben geweint. Ja, die Bäume weinen, wenn Mohammed predigt. Das ist heftig. Das war so heftig, also wo du das erzählt hast. Mohammed hat gepredigt und dann hast du doch gesagt, wahrlich, du bist ein Prophet, haben die Bäume doch gesagt, richtig? Ja, ich weiß, ja. Ja, wenn der Mohammed sogar seine Notdurft verrichtet hat, dann hat sich die Erde geöffnet und sein Kot verschlungen. Ja, der lacht, ist wirklich so, das ist das Schönste für die Erde gewesen. Ich habe mal von Christian Prince ein Video gesehen, das ist aus dem Hadith, mit Abraham war das, dass so eine kleine Salamander wie so Feuer gespuckt hat und dann auf Abraham ist das Feuer gekommen und dann sind die Tiere gekommen, haben dann das Feuer gelöscht und diese kleine Salamander in den Hadithen kann wie so ein Feuer, so wie so ein Drache Feuer spucken, ne? Ey, das ist unfassbar. Das ist so krank, diese Geschichten. Oder kennst du das mit dem Teppich? Kennst du die Geschichte? Ja, da war Mohammed in der Wüste. Das hat auch Christian Prince erzählt. Da war in der Wüste und dann hat er so einen Teppich gerufen. Und dann musste, Christian Prince, er kann ja richtig, wie du schon sagst, so auf diese Quellen, wo du nicht rein kannst, ne? Ja. Dann ist er so mit dem Teppich geflogen. Aber es ist ja Aladdin und die Wunderlampe. Das ist ja nicht normal. Ja, der ist ja auf dem Rücken von so einem halb, was weiß ich, Esel, weiß nicht, so ein Tier, das heißt Burak. Ist auf dem Rücken von diesem Esel oder was, ist der in den siebten Himmel geflogen zu Allah. Heftig, auch dieses mit diesem im Himmel, da, du hast was gepostet, wo du meintest, Dings damit, Allah hat grüne Kleider, ne? Ja, habe ich im Instagram gepostet. Allah ist ein kleiner Mann, der grüne Kleider anhat. Danke. Ja, der Mohammed hat gesagt, ich habe meinen Herrn gesehen in der Form eines jungen Mannes,
der wolliges Haar trug und grüne Klamotten anhatte. Ja. Es scheint Ist mir so, als grün. wäre, hätte er so einen grünen Wähler gesehen oder was. Weißt du noch, wo du dieses Video gepostet hast, wo dieser eine bei, das ist, du weißt noch, wo sie in England da diese Debatten führen, wo der meinte, dieses mit Cheeseburger, wo der dieses eine Bild hatte, das so aussah wie so ein Cheeseburger und wo er meinte, das ist Allah? Das hast du mal gepostet. Ich weiß es nicht mehr. Du meinst diesen einen Typen aus England, ne? Genau, der meinte dann, das ist so, das war so gemalt und dann meinte der meinte er, das ist wie Allah, diese Cheeseburger. Und die Muslime sind total durchgedreht. Du weißt ja, wie heftig die sind in England. Die drehen ja richtig durch. Ja, natürlich, klar. Das ist sehr, die sind ja, glaube ich, noch viel weiter wie wir jetzt mit Debatten. Ja, natürlich, dort ist die Debattenkultur viel heftiger. Wir haben dort Speakers Corner in England. Ja, heftig. Wir haben hier sowas nicht, ne? Aber ich habe auch gehört, dass die Muslime, die dann da widerlegt werden, dass sie dann auch mal richtig handgreiflich werden, ne? Und dann auch. Ja. Hast ja gesehen, dass sie da zugestochen haben bei dieser eine Frau, ne? Ja, die haben fast Hatun Tasch umgebracht. Heftig. Einfach nur krank. Habe auch schon so Videos gesehen, wo die da einfach so ein paar Prediger einfach ein Ding ins Gesicht gehauen haben, aber richtig mit voller Wucht, ne? Das ist so krank. Ja, das wird noch schlimmer, das ist noch gar nichts. Warte mal ab. Hast du das gesehen, was da gestern in Frankreich passiert ist mit diesem Attentat? Ja, habe ich gesehen, der hat in ein Kind reingestochen oder so, ne? Hast du es auch das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen, ja, ein Bruder hat mir das geschickt. Heftig, einfach nicht mehr normal, wie krank das Ja, du ist. siehst immer, was die sich ins Land geholt haben, ne? Und jetzt pass mal auf, bald siehst du dann so diese abgefallene Passchristenheit, die Ja. dann die Muslime am Verfolgen sind, ne? Das wird noch zu einem riesen, riesen, riesen Problem hier geben, ne? Weil Ja, dann ich die habe ja. Muslime unter Generalverdacht stehen und dann Ja. jeder einzelne Muslim halt dann um sein Leben zittern muss, ne? Weil die halt diesen Wahnsinn in ihren Schriften haben, ne? Ja, es soll ja jetzt irgendwie wieder eine halbe Million Flüchtlinge hier reinkommen. Die Und ich stehen schon weiß. vor den Toren vor den Toren Europas, ne? Die warten da schon, ne? Ja, und was meinst du denn, wie das, du weißt ja, Eine was. ganze Stadt wie Düsseldorf, Wahnsinn. Eine ganze Stadt wie Düsseldorf will hier nach Deutschland. Ja, das musst du dir mal auf alles Männer. Alles Männer. Aber Armin, weißt du, was ich auch mal gehört habe? Ich habe mal so ein bisschen gehört, auch von so Verschwörungstheoretikern, die dann so da so ein bisschen recherchiert haben, dass diese Leute,